Aloha, ich grüße euch. Ich nehme euch mit durch den Action, die Wochenangebote ab dem 17.04. und ein bisschen mehr, heute ohne Intro. Jetzt geht's sofort schon los. Ja, für 23,95 ist dieser schöne Plastiksessel im Angebot, in schwarz, in diesem Grün. Und ich meine, es gäbe den auch noch so in einem Anthrazit oder Grau. Ich finde den eigentlich ganz hübsch. Ja, dann haben wir einen Sonnenschirm, der kostet, glaube ich, knapp 50 Euro, zeige ich euch aber gleich auch noch. Das war ein bisschen verdeckt, ne, 47,95. Ja, knapp 50 Euro, habe ich recht. Haben wir einen großen Sonnenschirm. Dann geht es hier oben weiter für 99 Cent mit so Duftgläsern, mit so Stäben drin, verschiedene Lavendel, Rose, verschiedene Düfte. Dann für 5,69 Euro ein Korb aus Seegras. Sind alle so gleich gebunden, der eine ein bisschen mit weiß, der andere ein bisschen grau. Ja, innen drin auch normal, ohne Stoff. Ja, dann haben wir diese wunderschönen Solarlampen, 5,77 Euro. Die kommen gleich nochmal im regulären Regal, weil hier fehlt die grüne. Ich hätte sie ja gern gekauft, aber ich weiß nicht wohin. Ich finde die so hübsch. Sehr, sehr schön. Dann haben wir diese Seerosen für 2,22 Euro in Gelb, in Rosa und auch in Weiß. In Weiß finde ich die ja besonders schön. Ja, wer so einen Teich hat und so, die leuchten ja auch. Sieht bestimmt ganz hübsch aus. Ob es noch mehr Farben gibt, konnte ich leider nicht entdecken. Ja, dann Solarfackeln für 2,77 Euro. Auch mit diesen Ausbrennungen, wie soll man jetzt sagen, mit, ja, so, dass das schön ein Muster wirft, wenn es an ist. Und ein Vierer-Set, so Säulen-Solarlampen für 4,95 €, auch mit diesen Ausbrennungen, sieht gut aus. Ja, dann so ein Windrad für 77 Cent, verschiedene Ausführungen, da versuche ich gleich zu pusten, hat nicht geklappt. Ah. Aber süß, ne? Finde ich schön in der Blume. Und hier für 1,47 € so ein Dreier-Set in einem kleinen Blumentopf, auch diese Windräder, sehr, sehr hübsch. Also ich habe schon überlegt, für eine Explosionsbox, aber ich weiß nicht. Schön. Dann haben wir so einen Aufbewahrungshocker für 11,95 Euro. Ja, für draußen zum Draufsetzen kann man was reintun, ne, wie so geflecht. Dann haben wir eine ganz tolle Pflanzschale, so ein, wie sagt man, zum Pflanzen mit Rankgitter. Sehr, sehr hübsch fand ich das. Ich fand die Farbe hübsch mit einem Anthrazit und auch diese runden Formen fand ich sehr, sehr schön. Ja, dann Übertöpfe aus Plastik in Beige, in Grau und Anthrazit für 3,77 Euro. Und darüber das als Pflanzschale für 2,27 Euro. Ja, sind eigentlich recht neutral, finde ich. Dann Stuhlkissen für 1,59 Euro. Das gab es hier in Beige und Anthrazit, so leicht Karo-Muster. Andere habe ich jetzt nicht gefunden. Jetzt jammert Emmy da hinten. Ist ja klar, irgendwas ist immer, ne? Dann haben wir Vorhänge für 7,95 Euro in dem Anthrazit in Beige mit Ösen. Ja, Anthrazit Beige. Und ich glaube, das andere war auch die, ja, ist noch so Silber. Also hellgrau, dunkelgrau und Beige. 7,95 Euro. Ich glaube, Länge war 2,60 Meter, aber kann man es ja kürzen. Dann so kleine Geldkassetten, 1,69. Die gibt es auch noch in Rosa. Silber, Schwarz, Mint und Rosa gibt es auch noch, war aber hier nicht mehr dabei. 1,69. Dann große Duftkerzen für 3,99. Das war, glaube ich, Vanille. Das weiß ich nicht. Das hier war jetzt Beere. Ja, schön für draußen oder auch für drin. Sieht gut aus. Ja, und dann so tolle Schalen für 4,99, so aus Steingut, in so einem Weiß oder in so einem, ja, das hat Hellocker und in diesem Grün, richtig schön, aber ich weiß auch nicht wohin, aber ich finde die sehr, sehr hübsch. 4,99. Dann haben wir ein Sandspielzeug, Paw Patrol, 7,95 € mit Sand- und Wassermatschen, wie so ein kleines Tischchen, mit Peppa Pig, also verschiedene Ausführungen. Ein Skateboard für 9,95 €. Oh, ich würde da hinten dieses mintfarbene mit rosa Rollen nehmen. Sehr schön. Ja, dann Sandspielzeug in einer, ja, in so einer Tasche direkt, fand ich auch sehr schön. Preis habe ich 6,95 €, glaube ich. Genau, 6,95 €. Ein Schiff dabei, ein Schäufelchen, ein Hubschrauber, alles Mögliche, eine Hake. Und man kann es schön wieder in diese Tasche tun
Und da ist so ein Netz und dann kann schön der Sand rausrieseln. Dann für 5,79 Euro dieses coole Spiel für draußen, würde ich meinen Kindern kaufen, wenn die noch klein wären. Richtig klasse, ne, wo diese Räder da rumfliegen, man muss die fangen. Dann so ein Eismaker, Pinguin-Eismaker und für 99 Cent 4 Wasserspritzpistolen. Gelb, grün, rosa und blau. Ja, das ist ja, ne, kann man immer gebrauchen. Dann von Kurva waren Aufbewahrungsdosen im Angebot. Hier einmal die Aufschnittdose für 3,99. Dann für 3,99 so eine große Box. Ja, ihr seht, da kann alles rein, ne? Vom Gemüse bis zum Plätzchen. Dann hier verschiedene Größen, 2,32 Euro, 2,69 €, hier nochmal größer für 3,32 Euro und für ganz lange Sachen, auch vielleicht für Spaghetti, 3,62 Euro. Oder Marshmallows, das wäre ja so voll meins, ne? Damit hätten sie mich, ja. Richtig cool. Ja, dann Fassadenfarbe, ein Eimer für 14,95 Euro, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Dann ja, so ein Rollenhalter für 69 Cent und die passende Farbrolle für 75 Cent und das Abdeckband für 1,25 Euro. Dann haben wir so ein, das ist so, glaube ich, so ein Fahrradreparaturset, 2,99 €. Dann für 79 Cent Spanngurte, hinten für Gepäckträger, ein Ersatzschlauch für 7,95 €, ein Kettenschloss für 3,98 Euro und eine Fußluftpumpe für 4,72 Euro. Ja, dann Hotel Royal. Ja, das sind ja meine absoluten Lieblingshandtücher. Ich finde, Preis-Leistung ist da unschlagbar. Da kostet das große Duschtuch 4,49 Euro, verschiedene Farben. Also schwarz-weiß, Anthrazit, Petrol, rosa und die kleinen normalen kosten 2,49 Euro. Und da könnt ihr auch sehen, ich habe 10 weiße nochmal mitgenommen. Kommt später. Ja, dann haben wir hier WC-Reiniger für 1,59 €, verschiedene Ausführungen und dieses WC-Siegelzeug für 2,05 Euro oder Siegelstände, wie heißen die, Geruchsstempel, 2,15 Euro. Und dann haben wir Pantoletten für 4,95 Euro, verschiedene Ausführungen mit ein bisschen Glitter dran. Ja, dann haben wir eine Bluse, eine Wickelbluse 4,95 €, verschiedene Ausführungen und ein Kleid für 7,95 Euro und da auch verschiedene Ausführungen mit Blümchen, schwarz-weiß, hier blau mit ein bisschen Muster. Da seht ihr verschiedene Ausführungen. Dann haben wir Socken für Kinder, 2,99 €. Paw Patrol, Mickey Mouse, hier Spider-Man, Peppa Pig war noch dabei. Da halte ich euch Mickey Mouse hin, aber irgendwie nicht so richtig in die, doch so ein bisschen in die Kamera, ne? Peppa Pig, alles Mögliche, finde ich ganz hübsch. Schönes Geschenk auch, wenn die Kinder sich über Socken freuen. Ja, Sneakersocken, verschiedene Ausführungen, 2,39 €. Die wollte ich mitnehmen. Mist, muss ich mal noch gucken. Die wollte ich gerne mitnehmen. Da sind Zitronen drauf und Erdbeeren. Die finde ich richtig schön. Und dann Sneakersocken komplett ohne Knöcheldings. Wisst, was ich meine. In Weiß, in Grau und in Schwarz für 1,48 €. Männerboxershorts für 4,78 Euro in Schwarz. Und hier auch in Weiß von Jack Parker. Ach, Mist, die Socken muss ich mir noch mitnehmen. Ja, Unterhemden für den Herrn, 2,58 Euro, auch weiß, grau und schwarz. Dann haben wir einen Rasierer für 4,99 € und die Ersatzklingen auch für 4,99 €. Dann Body Shimmer Spray für 1,95 € in so einem Roségold, in Gold und in, ja, was ist das? Einmal Champagner, einmal Roségold und einmal Gold. Dann Masken für 69 Cent verschiedene und Dorf Body Lotion für 3,49 Euro. Dann haben wir hier Duschzeug für 1,79 € von, ich weiß gar nicht wovon das ist, einmal 10, einmal Coco und einmal mit Argan. Öl, alles für 1,79 €, 650 Milliliter. Ja, Cola, Fanta, Sprite und so waren im Angebot, die, ich glaube 0,5er war das, für 79 Cent. Dann habe ich einfach mal mitgefilmt, ich weiß nicht, ob im Angebot, die Gewürze und für 89 Cent diese Instant-Nudeln. Dann haben wir noch Marshmallow, Barbecue-Marshmallows, Bruschetta und dann gab es
ja, so eine Sportleggings, da war aber jetzt kein Preis dran. Dann diesem auch im Angebot, irgendwie mit Kaffeesocken. Ich habe da keine Ahnung von. 2,39 €. Irgendwas mit Kaffee. Ich habe jetzt nicht gelesen, würde ich eh nicht kaufen. Ja, noch verschiedene andere Sachen. Die Matte war, glaube ich, im Angebot 5 € noch was. Und dieses Sportshirt. Ich hatte nämlich vorher mal geguckt. Ja, hier, Bilderrahmen, mega. 4,99 € mit dem Passepartout. Ja, 4,99 €. In diesen Holzfarben und auch in Schwarz finde ich richtig toll. Muss ich mal überlegen, was ich da rein tue. Vielleicht auch Designpapier, sieht auch gut aus, ne? Ja, Wolle, einmal kurzer Überblick, nichts Neues, wirklich überhaupt nichts Neues. Von daher nur einmal grober Schwenk. Diamond Painting habe ich auch nicht gefilmt, weil auch nichts Neues. Dann einmal noch Kleber. Ja, ne? Crea Patch, Tacky Glue und All-Purpose Glue. Der Textilkleber ist wohl raus. Dann haben wir hier Washi-Tape, die drei großen, also 50 Rollen Washi-Tape, drei verschiedene Sets. Dann haben wir die Stempelsets für 1,99 €, zwei Stück davon hatte ich ja gekauft, habe ich im letzten Video gezeigt. Ja, das war Lucy hier auf der Couch, die juckt sich gerade, sorry. So, und hier das dritte Set. Genau, das Lilane hatte ich nämlich nicht gekauft. Ja, Blöcke, da sind einmal die neuen A4-Blöcke, die habe ich euch schon gezeigt. In Geilenkirchen sind sie vorhanden. Dann 30x30 Blöcke und noch die 30x15 Blöcke, mehr war nicht da. Ja, dann die Ribbon-Bänder, die Vintage-Ribbon. Und auch diese Spitzenbänder und Stoffbänder habe ich euch auch schon gezeigt. Aber nicht alle, ne, das sind verschiedene. Ich habe nicht alle mitgenommen, nur die, die mir richtig gut gefielen. Ja, da kann man, also das finde ich mega für den Preis, richtig klasse. Dann haben wir hier ein Notizbuch, fand ich sehr interessant, für 1,99 € und zwar mit so einem Marker. Das ist abwischbar. Alle Seiten sind abwischbar. Ne, die haben, sind so beschichtet. Kann man natürlich auch super als Aufkleberbuch nehmen. Ja. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu Möbeln. Einfach mal grober Schwenk, was alles so da ist. Da dieses Beistelltischchen, dieses Wandregal, dann dieser schöne Hocker, wie ich finde, oder diese Bank. Ne? Dann verschiedene Stehtische, Beistelltische. Die haben ja so viel Auswahl für wirklich kleines Geld. Finde ich richtig klasse. Da nochmal ein Beistelltisch. Also für jeden Geschmack was dabei. Hier so eine Art Nierentisch, so zwei kleine Tischchen. Auch noch mal ein kleiner Tisch. Dann das finde ich mega praktisch. Davon haben wir zwei Stück. Die finde ich richtig klasse. Kann man schön an die Couch stellen. Hier noch mal ein Tischchen. Dann so eine Bank mit Aufbewahrung. Und hier, der war letzte Woche im Angebot. Da ist auch noch das Preisschild falsch. Kostet nämlich jetzt 9,95 €. So, ich hoffe, sie hat sich beruhigt. Und das finde ich mega, ne? Richtig toller Tisch. Ja, die Button Press noch mal. Und daneben den Hot Foil Applikator, nein, Hot Stone Applikator, ne? Ja, und dann ein ganz tolles Makramee-Teil für 3,79 €. So kann man es nicht selber machen, ne? Für den Preis. Mega. Wer da drauf steht, Traumfänger. Was hatte ich gerade gesagt? Ich weiß es schon nicht mehr. Ach. Ah. Sehr schön. Ja, und hier, oh, so niedlich, kleine Lichterketten fürs Kinderzimmer. Aber ich meine, die Lichterkette weiß ja nicht, in welchem Zimmer sie ist. Batteriebetrieben, richtig niedlich. Da fällt es runter. Ich habe es aber wieder richtig hingestellt. Ja, so eins habe ich mitgenommen. Mega. Das sieht so schön aus. Auch eine Lichterkette, batteriebetrieben. So Glaskugeln, wie so eine Lampe. Und da ist Gestrüpp drin. Also einmal rosa, einmal Natur und einmal grün. Ich habe geschwankt, was nehme ich, rosa oder Natur. Ich habe mich für Natur entschieden. Ist halt neutraler. Mega, freue ich mich. Für 5,95 €. Dann sind neu diese Häuschen, diese Dekohäuschen, 1,89 €. In rosa, in grün. Und jetzt hole ich das blaue auch noch nach vorne. Süß, ne? Auch schön als Geschenkchen. Finde ich, sieht niedlich aus. Sehr, sehr schön. Kann man nicht motzen. Hier kommen jetzt noch mal die Solarlampen. Da ist nämlich diese grüne Vintage. Ach, die im Angebot ist schön, oder? Ich finde, ich könnte mich gar nicht entscheiden, ob diese weiße, diese grüne oder diese schwarze. Vielleicht hole ich mir doch noch eine. Schauen wir mal. Ja, dann sind die Aufkleber neu in der Geschenkabteilung. Es gibt zweimal runde und zweimal welche mit Herzchen.
Und da sind ja so viele drauf für 99 Cent. Ja, so what? Ne? Also wirklich mega. Und diese Geschenktaschen für 95 Cent, die sehen so schön aus. Ich fand die richtig schön. Also auf jeden Fall dieses marmorierte und hier dieses Muster. Ganz, ganz toll. Vielleicht hole ich mir die auch noch zum Weiterverbasteln. Sehr, sehr hübsch. Und da haben wir jetzt auch noch... Es kommt jetzt das Geschenkpapier. Ich glaube, das ist neu und da wollte ich euch das hier zeigen. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr hübsch. Sehr neutral, sehr angenehm. Ja. Sehr schön. Ja, dann gibt es hier neu, das ist so ein kleines Sprayteil. Da kann man Wasser reintun, um sich zu erfrischen. Ja, 1,89. Man kauft die immer, also ich kaufe die schon mal, weil das wirklich gut tut, wenn es so warm ist, aber ich weiß es nicht. Ich überlege es mir noch, vielleicht das nächste Mal. Ja, dann gibt es Seifenblasen, guckt mal, ganz viele verschiedene Sachen, aber den Knaller fand ich ja. Da gehe ich nämlich jetzt hoch, einmal erst ganz hoch. Da haben wir für 99 Cent ein Liter fertiges Seifenblasenzeug und hier Konzentrat, auch für 99 Cent, da tut man Wasser bei und dann hat man 2 Liter. Cool, oder? Auch so zum Mitnehmen für den Urlaub finde ich mega. Finde ich richtig cool. Ja, dann gibt es hier Geschirr. Das ist ja nur normal so voll meins, aber irgendwie hat das so, sagt mir von das ist so, weiß ich nicht. So, und dann absolut mega, eine XXL Fusselrolle für alles Mögliche, ne? Für die Couch und sonstiges für 4,95 € und die Nachfüller kosten 1,49 €. Ich finde die total klasse, aber ich habe sie noch nicht gekauft. Daneben haben wir dann für 49 Cent die normale Fusselrolle. Ne, ganz easy peasy und ist auch gar nicht so wenig drauf. Da kenne ich andere günstige, wo wirklich wesentlich weniger drauf ist. Und der Nachfüllpacken mit 4 Ersatzrollen für 1,49 €. Und dann hatten sie noch für 79 Cent Fusselrollen mit Duft. Die zeige ich euch jetzt. Da, irgendwie mit Duft. Keine Ahnung. Also muss man nicht haben. Ne? Ja, daneben haben wir die Dekofolien. Da waren auch ein paar neue eingezogen, wie ich finde. Ich gucke da nicht regelmäßig, aber ja, sind auch ein paar hübsche Muster. Ne? Wer sich da irgendwas bekleben will oder damit basteln will oder ein Album einschlagen möchte, wirklich sehr, sehr schön. Und da bei dem Schwarzen, ich hatte die Brille wieder nicht auf. Ich denke, ist das Samt? Aber ich glaube nicht, deswegen gucke ich da so lang. Ich konnte es nicht eruieren, aber ich glaube, es war kein Samt. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, das war mein Einkauf. Das habe ich gekauft. Einmal die Lichterkette, 10 Handtücher und einmal ein Pack Batterien mit den CR20 Ding noch irgendwas, 33,34 €, was für mich schon viel ist im Action, habe ich ausgegeben. Ansonsten war es das für diese Woche. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Mich würde es freuen, wenn ich euch in meiner Community begrüßen könnte. Und ja, ich mache ja gerade ein kleines Päuschen, aber ein Video habe ich noch gedreht. Und zwar sind neue Ephemera-Books angekommen. Und das habe ich schon gedreht. Das werde ich auch die Tage hochladen. Ansonsten muss ich mal ein bisschen runterfahren. Ne? Nach 5 Jahren Vollgas muss ich jetzt mal so ein bisschen slow down. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bleibt ihr gesund. Wir sehen uns. Tschüss.